Okay, das Pferd brauche ich anscheinend öfters. Jawohl. Na, der weiß nicht um, wie es ihm geschieht. Ja, das war Glück jetzt. Na komm, tauch auf. Ja, die Viecher brauche ich nachher nicht unbedingt. Na komm, Fischi, Fischi, Fischi. Ja, gehen wir runter oder schauen wir noch, ob es hier irgendwo etwas gibt. Na, mir bleibt nichts anderes übrig. Dann mal rein in die gute Stube. Bam! Nimm mein Steckenpferd. Oh. Ah, ist irgendwie blöd. Oh. Nimm das. Ja, ich muss ehrlich sagen, die ist mir zu langsam. Oh, das schaut cool aus. Ja, cool. So. Hier geht es nicht lang. Ich kann nur nach oben. Dort wäre aber auch irgendwas. Nee. Nee. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig als da lang. Nimm ein Steckenpferd. Ja. Ah, cool. Ist eigentlich sehr schön gemacht. Das Spiel. So, ich höre wieder irgendwo ein Schwein grunzen. Weil es hat mich schon erschreckt. So. Wo ist die Sau? Okay. Wo bin ich jetzt? Ne, Rutschpartie. So, ich glaube, durchs Feuer darf ich nicht. Bam, bam, jawohl. Ah, cool, ich kann sogar springen. Während dem Rutschen. Now, too fast, too furious. So, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ja, das war eher spontan entschieden. Wow! Oh, das war eine scharfe Kurve. Jawohl! Oh! Jetzt haben wir uns den Popo verbrennt. So. Ah, den treffe ich nicht. Aber den, du hässliches Tier. Nimm das. Oh. Oh, der schenkt mir tierisch ein. Ha.
Jetzt hat er mich überrollt. Ja, nimm einen Schirm. Ha, der schenkt das seinen Kumpel ein. Ja, komm. Umbrella. Komm mir vor mit Mary Poppins. So. Hässliches Tier. Und ich höre wieder irgendwo ein Schwein grunzen. Was soll das? Man hört die ganze Zeit Schweine und man kann nirgendwo drauf schießen. Das ist ja schon mehr als lächerlich. Was ist das da unten? Eine Schnecke. Oh, eine Schnecke. Hallo, Schnecke? Nee. Ich habe noch immer keine Ahnung, für was die Flaschen sind, wirklich. So, hallo Schnecke. Hallo Schnecke. Nee. Wow. Okay, ich will aber wissen, was in der Schnecke ist. Falls ich noch hinkomme. Und rein in die Schnecke. Wupp. Okay. Keine Ahnung. Schneckenparadies. Ah, da bist du ja, Alice. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Was? Ich komme mir gerade vor wie irgendwie bei Jauch Millionen Show. Beide sind wahllos und zerstörerisch. Falsch, falsch und was? Falsch. Nee. Am Tage stopft man ihnen das Maul, nachts stehen sie vom Bett und gähnen faul. Kinder. Spielst du jetzt die Unbelichtete? Ja. Kaltes mach ich warm. Heißes mach ich kalt. Reich hat mich und arm. Wer lang mich hat, wird alt. Wer bin ich? Jawohl! Richtig. Rosenfarbe. Okay. Ja, ziemlich schräg. Kranke Scheiße eigentlich. Ja. Kranke Scheiße. Leider habe ich nur eine Frage gewusst. Hätte vielleicht etwas überlegter antworten sollen. Ja, jetzt sehen wir das Ganze nochmal. Warum nicht? Doppelt hält ja besser. Bekanntlich besser. So, ich weiß meinen Weg schon. Und zwar müssen wir jetzt mal hier lang. So, hier. Oh! Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich wusste es ja. Ich warte ja nur mehr, bis irgendein Fisch raufspringt aus dem Wasser und mich irgendwie, weiß nicht, massakriert. Ah ja, schauen wir mal, wo unsere Reise noch überall hinführt bei Alice. Werde wahrscheinlich auch. Also sag ich zu Dr. Bambi, Dr. Bambi, ich mein, Modellbau ist ja gut und schön, aber Verschwendung von einer richtig guten Buddel. Da passt Gin für mindestens 3 Pence rein. Ja, stehen, warum Modell bauen, wenn Alkohol reinpasst? Nein, das wollte ich nicht. Aber egal.
So. Was wollte ich sagen? Ja, ich glaube, den Einzelteil werde ich eventuell auch machen. Je nachdem, könnt ihr mir ja ein Feedback geben in den Kommentaren, ob ihr vielleicht den ersten Teil auch sehen würdet. Oh! Wow, das war knapp. Na komm raus, du. Oder willst du es auf die Harte? Na, er wollte es auf die Harte. So. Okay, ich hasse diese Sachen. Aber... wo lang? Links oder rechts? Da unten geht es ja auch weiter. Ich komme aber da nicht mehr hoch. X, X, X und du bist nix. Ja, das Orakel hat entschieden. Ja, wenn nur jede Entscheidung so leicht wäre. So, jetzt gibt es wieder eine kleine Rutschpartie. Oh! Okay, X, X, X und du bist nix. Jo. So leicht geht's. Mal schauen, was mich da erwartet. Zähne, jawohl. Das wollen wir doch alle gerne. Ich habe aber so im Gefühl, dass da noch irgendetwas Schlimmes kommt. Und ich höre ein Schwein und ich stehe auf dem Stern. So, eine Flasche. Ja, die geht ja so auch auf. Oh, da unten ist ein Fisch. Dem Fisch traue ich irgendwie nicht. Ja, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. So, ging er gut? Okay, ich bin wieder hier. So. Drüben ist irgendwas. Da unten sind Fische. Ich mag euch nicht, Fische. Nein. Nein! So eine Kacke, ey. Ich will da rüber. Jawohl, geht ja. Okay, ich bin jetzt hier. Ich komme nicht drauf. Oh! Ja, ja, ich habe mich auch erschreckt. Ach, der verarscht mich, hey. Ja, geht ja. Mieses Ding, ey. Ah, jetzt. Oh, ich hasse solche Sachen. Aber mich hat's gerade erschreckt. Ich dachte, da ist jetzt irgendwie, ja. So, wegen den... Na, das gibt's doch nicht.
Wegen ein paar Szenen bin ich da extra rübergesprungen und bin einmal gestorben. Eieiei. Das ist natürlich nichts. So, einmal. Und zweimal. Wie ihr seht, es gibt alles. Magic Mushrooms und eine LSD, die nicht springen kann. Na, jetzt aber. So, ich traue den Fischstäbchen da irgendwie nicht. Okay. Oh, ein Piratenschiff. Sehr schön. Komm an Bord, Alice. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt es denn keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung. Für uns. Also komm rauf. Ich glaube, sie haben es eher auf dich abgesehen. Niemals. Wir sind beinahe verwandt. Du bist mit Suppe verwandt, Admiral. Ich hab's. Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Straßenfeger. Der Zimmermann meint, dass wir nicht ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral. Oder die Haie verspeisen uns. Du bist eher mit Suppe verwandt. Die Kuh. Geile Aussage. Meine Frackhaie, Kanonenfeuer und Minen. Also alles, was irgendwie böse ist. Durch die linke Maustaste, um Kanonen abzufeuern, und die rechte Maustaste, um Wasserbomben zu schießen. Alter, was ist? Wasserbomben? Ah, cool! Das ist ja geil! Ta-ta-ta-ta-ta! Wow! Geil! Mit sowas habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Haha, bam! Nimm das. Und das. Und das. Das ist ja geil. Ey, mit sowas habe ich wirklich nicht gerechnet. Aber Wasserbomben sind das für mich nicht. Komm. Jawohl. Ja, ich bin Meister in diesem Spiel. Da unten. Ha, ist ja geil, ein Krebs. Ich hau mich weg. Haha, wie geil. Ich hau mich weg, wirklich. Es wackelt ein bisschen zu viel, finde ich. Aber geil. Oh! Okay, ich habe noch 9 Leben. Ja, nach oben schießen kann ich irgendwie nicht. Nimm das. Ja, das war knapp. Oh, jetzt hat's mich erwischt. 7 Leben nur noch. Aber ich hab's geschafft. Ja, 9000 Punkte sind ja nicht so schlecht.
Oh, mir tun alle Knochen weh. Wir sind zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundanz, meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig. Wenn ich eine hätte, klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch, die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht, wir verstehen uns. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn. Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich.